Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Es ist soweit. Hier auf dem Übungsplatz erwartet uns eine schreckliche Herausforderung. Ja, aber gegen wen? Wer mag wohl gegen uns antreten? Du vielleicht? Nee, du nicht. Hoffentlich nicht schon wieder Perla. Rügel, der Herr hier neben mir ist der Wächter Hin. Ja, sein vollständiger Name lautet Hinfort. Okay, er wird dich zu Sneeboss führen. Entschuldige, dass ich mich heute Morgen nicht vorgestellt habe. Ich bin Hin, einer der Wächter. Um Elektroball begegnen zu können, solltest du dir die Kraft von Sneeboss zunutze machen. Ob Sneeboss dich anerkennt oder nicht, wirst du allerdings erst erfahren, wenn du ihm begegnest. Nun, zunächst einmal müssen wir sicher am Kraterberg ankommen. Es geht los. Alles einsteigen! Der Schaffner. Unfassbar. Hin ist dir wirklich sehr ähnlich. Nein, ist er nicht. Nur höchstens von den grauen Haaren her. Er kam. Genau. Oh, Entschuldigung. Er kam genau wie du plötzlich von irgendwo her. Außerdem hat er seine Erinnerungen verloren. Vielleicht hilft es dir seinem Gedächtnis, wenn er mit dir unterwegs ist. Jo. Ich zähle auch diesmal wieder auf dich, Rügel. Belila, du alte Sogge, du. Na? Ich bin sowas von dem Mitgliedsrang aufgestiegen. Okay. Na dann will ich doch mal neue Attacken meistern. Was kann Kant denn erlernen? Donnerblitz? Kann man auch mal machen. Cool. Na schön, legen wir los. Wow. Die Attacke Donnerblitz wurde gemeistert. Das bedeutet, es ist jetzt stärker, oder was? Also ich, ehrlich gesagt, ich habe das noch nie großartig genutzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich war meistens damit zufrieden, was die Pokémon hatten. Ja. Wählen wir einen nochmal aus. Eisenschweif, Zen, Kopfstoß. Spukball wäre allerdings aber ganz praktisch. Das können wir mal machen. Hi-ya! Sehr schön. Jetzt dachte ich schon, ich müsste gegen irgendjemanden kämpfen, weil wir schon hier sind und dann... Naja, aber wenn wir schon hier sind, kann man natürlich auch Attacken sich beibringen lassen. Ist ja eigentlich auch ganz nützlich, ne? Dann verwalten wir doch mal die Attacken. Triplette ist Stärke 80, wow. Kann man natürlich auch mal anstelle von Tackle machen. Und dann, oh, Genesung, Spukball. Also eigentlich ist er ja gar nicht schlecht. Soll ich den Funkensprung mal wegmachen? Wobei der ja eigentlich echt praktisch war. Weil wegen 20... Ja, aber ich glaube, ich will die Donnerwelle tatsächlich behalten. Wir machen es mal so. Er kann immer noch... So, nur zurückwechseln. So wird er ein bisschen mehr. Oder sagen wir mal, ein bisschen vielseitiger. Gut, oh, 90 Schritte. Ne, mal Schnellreise. Puh, ein Glück. Okay, auf zum Kraterberg Hochland. Cool. Das sieht gefährlich aus. Willkommen im Kraterberg Hochland, Rügel. Berge sind voller Felsen und Steine. Deswegen solltest du dich wohl auf eine Vielzahl von Gesteins- und Boden-Pokémon gefasst machen.
Und das dort hinten, unter dem Riss im Raumzeitgefüge, ist der Kraterberg. Ich vermute, die magnetische Kraft, die diesen Berg umgibt, wirkt sich in irgendeiner Weise auf die dort lebenden Pokémon aus. Fascinating! Na dann. Erklimme gemeinsam mit hin den Berg. Aber er ist bereits hinfortgegangen. Ich habe ein bisschen Angst vor hin. Das hast du vorhin aber noch nicht gemeint, hin. Okay. Toji. Dass Ursaluna nach Schätzen graben kann, ist der Wahnsinn. Die tollen Items, die sich dabei findet, kann man wirklich nur als Schätze bezeichnen. Je nachdem, wo es gräbt, findet es unterschiedliche Items. Da fällt mir ein, wir haben ja den Schwarzaugit. Halt, stopp. Geh mal an die Lagerkiste. Da kann man ein paar Sachen abgeben. So, aber wo ist denn mein Schwarzaugit? Da ist mein Schwarzaugit. So, den bewegen wir mal. Und wir nehmen uns jetzt mal ein Sichlor ins Team. Eins, was wir noch nicht umbenannt haben, oder? Sichlord bleibt natürlich auch Sichlord. Und Slicer lassen wir dann auch mal unangetastet. So, Goldberg, du musst mal ganz kurz weichen. So, und jetzt passt mal auf. Sichlor anwendbar. Was ist denn nur da los? Gucken wir doch mal. Auf geht's! Yeah! Dein Sichlor hat sich zu Axantor entwickelt. Hey Rizzo, du alter Zerstörer. Und das ist noch nicht alles. Ich hab's ja angedroht. Der einzige Name, der seit vielen, vielen Parts angekündigt wird. Axt. Axt am Tor. So, genug Schabernack. Dann geben wir direkt mal ein paar Erfahrungspunkte in die Fresse. So, pass mal auf. Dass er mal ein bisschen stärker, weil er ein bisschen zulegt hier. Mal direkt mal alle fünf hier, komm. Ah, zack. Ah, hier. Nur ein paar Level gestiegen. Und er hat eine Attacke gemeistert. Tja, seht ihr, sowas ersetzt echtes Training. Jetzt gucken wir mal uns die Attacken von Axt am Tor an. Tarnsteine ist super. Der Anwender nimmt eine konzentrierte Kampfattacke, wodurch er 50% mehr Schaden anrichtet. Ah, ist nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme es mal raus. Luftschnitt. Ist stärker als der Aero-Arsch, ne? Ja. Dann belassen wir es einfach mal dabei. So, genug Schabernack. Sehr schön. Und das ist immer noch nicht alles. So, wir gehen auch mal bei 4 Schaden in die Attackenverwaltung. Und geben ihn den Doppelschlag dafür. So. Warum? Das werdet ihr jetzt sehen. Achtung, Leute. Los geht's! Ja, natürlich. Ich habe ihn zwar getroffen, aber egal, wen interessiert das schon. Ambi-fucking-Diffel. Neues Team, neues Glück, wenn man so will.
und direkt was für den Pokédex getan. Oh. Und jetzt tun wir noch mehr für unseren Pokédex. Ah, nee. Jürgen Klop. Erledige das. Na, warte. Das war ein bisschen zu viel. Macht aber nichts. Luxio zu besiegen schadet auch nicht. Ich weiß nicht, ob Federbälle hier schon... Also, Federbälle hier noch was bringen. Wahrscheinlich wirklich nicht mehr viel. Du hörst auf damit. Oh. Gefährlich, gefährlich. Was für eine Bürde. Ja, perfekt. Oh nein! Jürgen Klop, was ist los mit dir? Versuch's mit aggressivem Pressing, komm. Na gut. Aggressivem Gegenpressing. So. Wunderbar. Damit hätten wir zwei Luxios. Oh. Es schneit! Ich ertrage keinen Schnee. Aber seht ihr schon, kann Axt Amthor hier mithalten. Das ist ja eigentlich ganz praktisch. Eigentlich hätten wir ihn sogar direkt einsetzen können. Die Statue zeigt der Pokémon, aber es ist nicht bekannt, von wem oder wann sie erbaut wurde. Oh, das ist... Das Pipi. Ich muss gerade überlegen, ob das Pixie ist. Gott, so hässliche Pokémon hier. Wow! Entschuldigt. Ach, wir müssen ja da hinten hin. Wir gehen jetzt über die Brücke. Oh, warte mal. Oha! Die Weiterentwicklung von der Weiterentwicklung von Shinux. Hilft da unser Axt Amthor noch? Probieren wir es. 35! Das könnte zu viel für unseren Axt Amthor sein. Tarnsteine. Hey, Rezo. Nein! So, wir machen noch mal nur Tarnsteine. Nein! Du alter Zerstörer. Axt am Tor! Er hat sich von den spitzen Steinen befreit. Mal gucken, ob wir es fangen können. Wir machen mal nur wenig Schaden. Wir machen mal bis zum ganz leichten Sternschauer. Eine Unverschämtheit! Ja! Oha! Und jetzt! Superball, Flieg und Sieg! Genau. Ja! Wir haben Luxtra, sehr schön. Heute meine ich im Stealth-Modus. Dann geht es jetzt weiter hier im Takt. Hier ist die Brücke. Und da hinten ist hin. Der ist so gut wie hinüber. Gehen wir doch mal dahin. Zu hin. Aber wenn er mich herausfordert, macht erstmal der Affe 4 Schaden. Na gut.
Der König der Höhle sieht ein wenig anders aus als die Elektroball in meiner Erinnerung. Doch das ändert nichts daran, dass auch dieses Elektroball gefährliche Elektroschocks ausstößt. Du solltest dich ihm nicht unvorsichtig annähern. Es könnte sich als nützlich erweisen, Pokémon zu fangen, gegen die Elektrizität wirkungslos ist. Ich stelle es mir ziemlich frustrierend vor, so in Rage zu geraten und die Kontrolle zu verlieren. Pokémon haben es auch nicht leicht. Ganz genau, das Leben ist hart, für Menschen wie für Pokémon. Ach so, der ist es. Hin, Wächter vom Perl-Clan. Oh, und ein Niemand von der Galaktik-Expedition. Ihr wollt also den großen König der Höhle aufsuchen? Das ist doch absurd. Aber ich bin ja ein gutherziger Mensch, daher will ich mal nicht so sein. Ich werde prüfen, ob ihr eine Audienz mit Elektroball würdig seid. Doch macht euch keine großen Hoffnungen. Ich werde euch gewaltige Hindernisse in den Weg legen. Ohne mich, ey. Gut, ich werde euch mal sagen, was ich denke. Das Wüten der Könige und Königin geschieht durch den Segen des ehrwürdigen Sinnoh. Schließlich werden sie dadurch stärker. Es ist doch etwas Gutes, oder etwa nicht? Wir müssen den König in Rage toben lassen, um dem ehrwürdigen Sinnoh zu zeigen, dass der Diamant-Clan den rechten Pfad beschreitet. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich geboren wurde. Meine Bestimmung! Was geht es überhaupt die Galaktik-Expedition an, dass Elektroball in den Bergen ein paar Funken sprühen lässt? Ihr solltet besser brav nach Jubeldorf zurückkehren, wenn ihr mich fragt. Auf hoffentlich nimmer Wiedersehen. Was für ein egoistischer Standpunkt. Ein Pokémon, das in Rage geraten ist, leidet selbst auch darunter. Die Entscheidung liegt bei dir, Rügel. Wie willst du weiter vorgehen? Ja, ich geh weg. Nee, wir gehen natürlich voran, das ist doch klar hier. Unterwegs wird es gewiss gefährlich, doch ich bleibe meinem Motto treu. Sichere Fahrt voraus. Alles einsteigen! Rügel, um zu Sneebos zu gelangen, musst du die bizarre Höhle durchqueren. In dieser Höhle leben Pokémon wie Golbat, denen die Finsternis nichts ausmacht. Pass in der Dunkelheit gut auf, wo du hintrittst. Die legen da manchmal ein paar fiese Haufen rein. Das kriegt man ewig nicht von den Schuhen runter. Entschuldigt, ich interpretiere manchmal einfach zu viel rein in das Gesagte. Oh, wow. Seltsam. Normalerweise gibt es hier Fackeln, die die Höhle erleuchten. Ist das eines der Hindernisse, von denen Tsubaki gesprochen hat? Aber kein Grund zur Besorgnis, ich kenne den Weg. Ob bei Dunkelheit oder schlechtem Wetter, ich erreiche immer mein Ziel. Also dann, folge mir. Bleib dicht bei mir. Ich muss mir das erstmal in Ruhe angucken. Wow. Diese unauffälligen... Hier, jetzt hat man es mal eben kurz gesehen. Hier, oh, diese schönen weißen Linien. Oh, sieht das gut aus. So sah es früher aus. Wenn ich in GIMP irgendwie, oder in Microsoft Paint, genau, wenn ich versucht habe, in Microsoft Paint irgendwie Bilder transparent hinzubekommen. So sah es dann aus. Oh Gott. Na gut. Alter Schwede. Weißt du, ich habe vage in Erinnerung, dass ein Partner an meiner Seite war. Sein Name fällt mir nicht ein, aber ich glaube, es war ein Pokémon, das Feuer einsetzen konnte. Wenn es hier wäre, könnte es den Weg erhellen und es durch die Dunkelheit geleiten. Lass uns einen kurzen Halt einlegen. Zu unserer Rechten habe ich das Elite-Pokémon X-Bud entdeckt. Normalerweise würde das dein Vorankommen sicher nicht gefährden. Doch im Dunkeln sollten wir kein Risiko eingehen. Daher schlage ich vor, dass wir unsere Strecke ändern. Also dann folge mir und verpasse nicht den Anschluss. Alles einsteigen! Ich erinnere mich vage an einen Mann, der mir ähnlich sah. Ich glaube, wir haben uns oft über Pokémon unterhalten und gekämpft. Bleib dicht bei mir. Ich will aber gegen das X-Bud kämpfen! It's dangerous to go alone, take... Na gut.
Mann, ey. Ich will in der Sixpack kämpfen. Gerade ist mir etwas eingefallen, was er immer gesagt hat. Mir gefallen sie irgendwas mit Siege. Bald erreichen wir die letzte Station der bizarren Höhle. Den Ausgang. Auch ohne Erinnerung scheint in meinem Herzen noch vieles erhalten geblieben zu sein. Ab hier sollte es keine Probleme mehr geben. Ja, das war jetzt aber nur die Hinfahrt, ne? Wo ist denn die Rückfahrt herhin? Na gut, wahrscheinlich ist für die Rückfahrt dann Rück zuständig. Mal gucken, ob wir Rück auch noch treffen. Lass uns erst diese Fackeln zurückbringen. Sollte noch jemand versuchen, diesen Weg im Dunkeln zu beschreiten, könnte das böse enden. So, jetzt fackeln wir nicht mehr lang. Sicherheitskontrolle abgeschlossen, keine Probleme entdeckt. Fahrkartenkontrolle! Folgt man dem Weg, den die Fackeln weisen, kommt man zum Ausgang dieser Höhle. Der ist voll gut. Zubat. Oh, Zubat, geh mir nicht auf den Piss! Entschuldigt. Oh mein Gott. Na, also geht doch. Oh wow, da ist ein neues Pokémon. Kantik? Kümmere dich erstmal hier rum. Wow, Level 41. Na gut, zeig uns deinen gemeisterten Donnerblitz. Volle Kraft! Ha! Unser erstes besiegtes Exemplar ist auch wichtig. So, aufgepasst. Ich hab nicht wirklich irgendwas dabei. Ich weiß nicht, ob 5 Matschbälle in die Fresse ausreichen. Wahrscheinlich schon. Zur Not. Du hast gerade gehofft. Oh, oh, oh. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Nein! Ich bin ich bin ja gar nicht König, wollte ich eigentlich sagen. Oh mein Gott, er ist viel zu schnell. Wir werden ihn nie abhängen. Gott, ist er doof. Ah, da ist er wieder. Hallo. Wie weit wir den rauslocken können. Geht er jetzt wieder zurück in sein natürliches Territorium? Dreh dich mal um. So. Jetzt sollten wir doch alle Zeit der Welt haben, während der sich zurücktrollt. Ah. Auf Rückweg war er aber schneller, weißt du? So, aufgepasst. Oh Gott. Ja! Perfekt! Ja! Kaumalat! Warum nicht? Wow, ist Kaumalat ein Kau.
Na schön, hier geht's raus. Eine merkwürdige Höhle, die sollten wir auf jeden Fall nochmal besuchen. Auch was X-Bad angeht natürlich. Ich habe übrigens von Professor Leven gehört, dass du vom Himmel herabgefallen kamst. Weißt du, auch ich fand mich einmal in Hisui wieder. Auf einmal an einem Ort, den ich zuvor noch nie gehört hatte. Ich konnte mich an nichts erinnern, außer an meinen Namen. Ich war fassungslos, mich auch nur von der Stelle zu bewegen. Da kam der Perlclan mir zu Hilfe. Sie erkannten, dass ich gut in der Natur und mit Pokémon zurechtkam. Und offenbar ganz auch gut mit Zügen umgehen konntest, aber die sind hier halt dummerweise noch nicht erfunden, ne? Ja, und ernannten mich deshalb zum Wächter. Oder zum Schaffner. Doch ich frage mich, zu welchem Zweck ich in dieser Welt gelandet bin. Ach, mein Gerede führt doch zu nichts. Lass uns schnell weitergehen. Na dann! Herr Schulke? Wir haben zwar schon das Garaborn aus einer Verzerrung, aber es schadet ja nicht. Ero Ass! Macht ganz schön Schaden. Er macht mehr Schaden als ich. Das Miststück. Scharfe Splitterbohre, sehe, das ist wundervoll. Gut. Dieser Sternschauer sollte ihn noch nicht killen, oder? Wenn ich. Ja, perfekt. Haha, ich als Geisttyp bin dir hoffnungslos überlegen. Oder du bist mir hoffnungslos unter. Ach, ist ja egal. So. Zack. Nehmen wir nochmal einen Scaraborn aus dem Hochland mit. Warum nicht? Ja, wunderbar. Sehr schön, damit hätten wir auch zwei gefangen. 10 Aprikokos eingesackt, auch wichtig. Ja, aber was uns hier erwartet, ich glaube, das finden wir dann wohl erst im nächsten Part raus von Pokémon Legenden Arceus.